Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu No One Survived mit mir, den Karbin, zu Hause. Nachdem wir so richtig krass die Horde weggeschnetzelt haben, ohne Wenn und Lava, müssen wir jetzt kicken, dass wir das fertig kriegen. Das sollte nicht das Problem sein, weil das ist finster draußen. Ich schwöre, es war eben noch dunkel. Ich schwöre. Aber gut. Tut jetzt nichts zur Sache. Also wir müssen das Ding auf jeden Fall fertig kriegen. Ich will mir jetzt ohne Ende immer Werkzeug herstellen können. Ich möchte nicht mehr mit dieser Steinaxt und so. Das ist voll Billo, ist bitte. Warum halt die Fackel noch in der Hand? Heiß, heiß. Jetzt habe ich mir die empfohlen. Gut, lass mal. So, gut, dann packen wir mal die gute Axt aus, drücken eben mal das und dann knattern wir den Baum weg und dann holen wir uns noch ein paar Steine. Und dann sollten wir das auch hier wuppen. Und dann Eisen einschmelzen. Schimmer! Genau. Eisen einschmelzen und dann Eisenwerkzeug herstellen. Müssen wir zwar, glaube ich, erstmal freischalten, aber tut ja jetzt nichts zur Sache. Das bekommen wir auch hin. Wir haben so viel hingekriegt. Ja, und ich habe mir nochmal so einen Kopf gemacht. Und technischerweise, eigentlich ist das Ding gar nicht so schlecht. Also man muss ja aus negativen Zeug, muss man ja auch positive so machen, ne? Und da habe ich mir so gedacht, Mensch, Karbin, du wärst nicht Karbin, wenn du das nicht ausnutzen würdest. Und das tät ich auch vorhaben. Also, ja, ausnutzen ist schon ein hartes Wort. Aber eben halt, wenn schon mal da ist, nutze er das. Das werde ich auch tun. Er hat wahrscheinlich da so eine Treppe oder Leiter. Ups, Entschuldigung, so eine Leiter oder sowas. Dann ein Stück Zaun, sodass sie nicht hochspringen können. Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann könntest du eigentlich rein theoretisch das schön sicher machen und wenn sie kommen, dann kommen sie. Und dann kriegen sie eine Kugel in den Kopf. Und das machen wir natürlich so lange, bis unsere Base, unsere erste Base safe ist. Ja, ja. Erste Base. Hab schon richtig gehört. Denn ich will mich so weit hochpowern, dass wir das komplett auf Stein bauen können. Und dann bauen wir uns in der Mitte eine Base hin. Habe ich gerade den Tipp bekommen, oder beziehungsweise wurde mir nahegelegt. Und, hätte ich so oder so vorgehabt. Aber was nützt es mir, wenn ich da auf Holzbasis baue? Und dann nochmal umzimmern muss. Das ist ja auch nicht cool. Also, werden wir hier genug Stuff zusammen rapen oder produzieren und dann später mit einem Auto, so gehen wir davon aus, dass ich irgendwann mal ein Auto kriege, werde ich das dahin chauffieren und dann bauen wir uns eine Nobelhütte. Ein Vierecker-Würfel. Wie immer. Den Balkon. Alter, diese Schritte. Diese verdammten Nachschritte. Die machen mich kirre. Jedes Mal muss ich nach hinten gucken, weil ich jedes Mal das Gefühl habe, zack, bums, da kommt einer. Aber nö. Am Arsch hängt der Hammer. Also ich muss auf jeden Fall nochmal mit euch in den Fressalien laden. Ach nee, da habt ihr ja bloß Bücher. Wir müssen so looten gehen. Ja, wie gesagt, ich wollte ja auch noch mit euch zu den anderen Händlern. Jupp. Aber erst. Nee, Moment mal. Wenn ich das jetzt fertig habe. Dann kann ich mich doch hochbauen und dann kann ich mir doch Eisen herstellen. Ich hab's mitbekommen. Bitte nicht schlagen. Wir werden uns selbst herstellen. Wahrscheinlich kostet das, keine Ahnung, eine Trillion Materialien, die ich noch nie habe, aber so schon. Ich hab schon wieder zusammengezuckt. Die haben mir die. Ich hab nicht nur gedacht, sondern die haben. Nee, da ist er doch noch. Ich wollte gerade sagen. Ich habe mich schon wieder die Karre geklaut. Die ist noch nicht mal fertig und die kam. Die Schweine. Beim schön weiter. Irgendwann werde ich die schnutzen. Ich sollte die Desert nehmen. Macht mehr Lärm. Stimmt gut bei Zombies. Die fühlen sich überhaupt nicht angelockt. Oh, schöne Wasser. Water. Keiner guckt in the water. Oder Klee. Ja, sorry. Hm.
Da, kick, das fließt da runter. Nice. Sehr nice. Oh. Er ist staunt, dass Wasser fließen tut. Bergab. Das hat Wasser so an sich. Aufwärts wäre schwierig. Hallo, Sie da unten. Bleiben Sie mal schön da. Die Täten keinen Stress haben. Oh, das Eisen. Müssen wir das später dann auch abbauen. So, hier ist Hochklee da oben. Da haben wir eins, vier Stück. So, mal gucken, ob hier ein bisschen Grundnahrung ist. Ah ne, sind ja noch keine 20 Tage oben. Aber vielleicht habe ich gerade liegen lassen. Kleine Wegzerrung. Eisen müsste eigentlich auch noch hier sein. Ich ja letztes Mal, also im Privaten habe ich das auch liegen lassen, glaube ich, erstmal. Nee, aber die Kohle. Oh, die werde ich wahrscheinlich brauchen für die neue Forge. Ich kann mir vorstellen, dass du da Brennmaterial brauchst, um Hitze zu erzeugen. Weil sonst werdet ja lame. Lame. Nicht lame, sondern lame. Weil warum sollte ich denn sonst Kohle blözen? Ich hab keine, also ich hab nicht vor, mir einen Katana zu bauen. Also, weil es nicht geht. Ja. Ich nehme heute auf jeden Fall mit. Muss ich dann bloß nachher umstapeln. Wie gesagt, meine wird ja irgendwann mal kaputt gehen. Dann haben wir wenigstens einen Austausch. Und Steine kann ich auch gleich mitnehmen. So, das ist Kupfer, ne? Da. Das sieht aus wie Kupfer. Ich gehe mal davon aus, dass es Kupfer ist. Glaubt ihr, es ist Kupfer? Hallo? Hallo? Wie so ein Hundeschwanz. Rennen hinter denen hinterher, oder was? So, ein wenig Platz muss sein. Den Rest schmeiße ich darin. Passt schon. Muss ja nicht alle mitnehmen. War sehr, sehr viel. Hallo? Koche er rauf? Kochenderweise. Ja, das erste, was wir uns machen müssen, ist natürlich ein gewisser Top. Der wäre ganz wichtig. Und ist Kupfer, ne? Klingkloing, Folge. Dieser. Nee, das ist auch Klee. Was? Warum haben die unterschiedliche Texturen? Ist mir der Film gerissen oder was? Und du bist Eisen, ne? Ja, du. Aber das sind doch zwei verschiedene Texturen. Das Klee. Oder. Muss ich mal was nachgucken. Jetzt der falsch abgebaut gehabt. Zuerst. Das haben wir gleich. Aber nee, ich hatte ja Klee ab. Da. Siehst du? Das ist Klee. Und warum bist du auch Klee? Du bist doch Kupfer. Nicht hinterfragen. Einfach annehmen und akzeptieren. Ja, akzeptiert. Und das ist Eisen. Oh, da läuft das Wasser runter. Wieder. Hm. Oder? Steine. Oh, Steine habe ich jetzt so. Fließe Wasser. Das ist deine Natur. Also halte dich daran. Blöde Natur. Ist ja wie in 7 Days. Liest auch nicht weiter. Ich wäre froh, wenn die Texturen bei 7 Days so wären. Wassertechnischerweise. Ey, dann bin ich gespannt. Neue Wassertextur. Bei 7 Days. Wenn sie dann irgendwann mal kommt. Ich bin ganz langsam. Ja, da bin ich mal gespannt, bin ich da. Wie eine Flitzebogen. Are you Zombie? Are you dead? Also, tot? Rot her?
Da redest du auch nicht mit denen, wa? Ja, sind schon hier so ein paar Einbrödler. Naja, gut. Musst du erst warm werden mit die Leute hier, bestimmt. Mhm. So. Schöne Gegend. Schön abgelegen. Dungeon kann ich auch. Naja, gut. Hallo, Sie. Wir sind Nachbarn. Ich sehe gerade, also, ich bin da unten. Oh, Mädel. Nee, von dir will ich nicht. Du siehst schon gebraucht aus. Nehmen mal die Desert Eel. Sagen Sie mal, habe ich nicht. Nee, bei Seven Days habe ich gefunden. Ich wollte gerade sagen, hatte ich nicht hier einen Schalli? Hatte ich mal. Hallo Sie! Verlieren Sie noch nicht Ihre Köpfe. Ekelhaft. Das will er bloß Mucht. Mucht es denn sein? Mir verdorben nicht. Bleh. Und der zweite. Also, der zweite. Sauerei. Es regnet die Erde. Nass. Gleich ein Pilz. Ist ein Wasserpilz. So, na gut, denn. Werden wir uns mal ein paar Ziehe herstellen. Und gehen sie aus dem Weg? Ich habe aus Versehen den falschen Knopf gedrückt. Könnte nochmal passieren. Oh, das wird jetzt der Tai Chi? Nee, doch nicht. Sie hätte jetzt hier gedacht, es könnte eins wie Sekündchen dauern. So. War das jetzt ein Zombie oder war das jetzt mit Karnickelwiller? Ja, wenn wir denn später irgendwann mal so weit sind, dass wir auch. Achso, ich brauche auch Steine hier für die Ziehe. Stimmt ja, da war ja was. Wenn wir so weit sind, dass wir ein bisschen besser bauen können, dann können wir uns nämlich auch irgendwie einen Bauernhof nehmen, dann zusammenzimmern und dann Schweine und so holen. Schweine. Eine sehr, sehr gute Idee. Erstmal eine schöne Rauchvergiftung. Geht drauf. Also für einen Hase bist du ganz schön laut. Hm? Nur, dass sie es wissen. Wussten. Wissen, wussten. Wissen dit. Ach, Moment mal. Moment mal. Kann ich mal, ich muss da. Ich muss erstmal hier. Ja. Warum habe ich so viele jetzt? Das dauert. Aber erstmal. Ach, geht ja auch nicht. Stimmt ja. Mir fehlt ja eine Teile noch. Ah ja, mit dem Essen. Siehst du? Kann ich das jetzt schon bauen? Klar kann ich das. Plastik. Wow, ist die Lüt. Ist genau das Gegenteil von den anderen Spielen. Darf ich mal dran erinnern, wir haben ein anderes Spiel, da sind die minimal größer. Aber bloß minimal. Das ist ja, wie gesagt, sagen Sie mal, wenn ich den koche, kann ich mir da irgendwie so, ich glaube, ich gebe die mir auf. Denn dazu Wasser, wenn ich einen Topf habe, vielleicht gibt es dann Honigtee. Oder ich muss sie kombinieren. Mit Kräuter, Honig und dann krieg den richtigen geilen Scheiß. Pass mal auf. Wieder. Ah, nee, doch. Doch, ich hab's wie. Da muss ich nochmal auf der Straße. Vielleicht ist es Düngerzeug. Oder das ist einfach bloß, dass du eben halt Zeug wegschmeißen kannst. Was nicht rumliegt. Ja. Es ist einfach. Ey, verschwindibo. Jetzt mal was loswerden willst. Wenn man die Straße aufräumt. Naja, gut, macht ja auch Sinn, ne? Also, umso mehr rumliegt,
umso schlechter für die Performance, ne? Könnten Sie sich mal beeilen? Ich will das Ding fertig haben. Ich will mir im Eisen herstellen, ein bisschen. ZZ! Mann! Das ist kacke. Ich muss da Sachen herstellen. Ich muss mir da Eisen herstellen, dass ich so ein Barren und so, ne? Ich hoffe, dass ich das überhaupt denn so machen kann, wie ich mir das vorstelle. Eine dumme Vorstellung, wenn es nicht so wäre. Tja, und mit die Rucksäcke müsste ich dann auch nochmal gucken, weil, wie gesagt, das sind nicht die größten. Das ist, glaube ich, so eher der kleinste. Ich mittlere und dann gibt es noch einen mit 1. Genau. Den ich auch schon habe. Bei einem anderen Spielstand. Alter, das dauert wieder. Gut. Man kann warten. Man könnte aber auch looten gehen oder was trinken. Das Problem ist aber, wenn kommen wir nie rechtzeitig zurück. Er wird es schon schaffen. So. Tada! Was? So, open. So, nimm das mal raus. Aber Z. Wer braucht denn so noch? Muss ich ja eigentlich abbauen können, wa? Ach nee, da brauche ich ja, das brauche ich für Holz, Kohle und so. Na, hab ich doch gesagt. Und dafür brauchst du nämlich die Kohle. Jetzt sieht's los. Dit hier Wusel. So. So, das kann ja auch noch hin. So, und schmeiß mal das mal rein. Oh. Oh. War nicht mal so schlecht. Jetzt. Achso, ich muss ja erstmal hier das Eisen so einschmelzen. Da war ja was. Loop. Mach. So, wie lange dauert das? Das geht ja nicht schneller. Ich habe gedacht, das geht schneller. Was habe ich mir dabei gedacht? Ich habe gedacht, das geht jetzt ab wie Schmitz' Katze. Na, so kann man sich täuschen. Also, ich soll ja dabei stehen bleiben. Nee, nicht. Moment mal. Ich habe da eine Idee. Sag mal, kann ich nicht die Pritsche da hinstellen? Wenn ich pennen muss? Wäre doch bestimmt cool, wenn ich davor pennen kann und trotzdem die Punkte bekomme. Das funktioniert doch bestimmt. So, warte mal, wie war denn das alt? Genau. Also, das ist ja nun nah. Und ich krieg mein Stuff los. So. Bin gespannt. Warten Sie mal. Kommen wir nach. Ich teste das mal für euch. Ja, wie gesagt, das wird ja weniger, aber mal, wie ist das, wenn ich jetzt floppe? Schlopp jetzt einfach mal eine Runde, ne? Gute Nacht. So, jetzt steig einfach mal auf mitten in der Nacht. Sieht schon geil aus, wa? So, wie sieht's denn aus mit unserer Produktivität? Na gut. Ist aber auch nicht schneller fertig geworden, oder? Wie ist das nicht? Komm mir ein bisschen verkackt vor. Mach das mal weg. Ich soll, der soll erstmal das machen. Ne? Der soll da keinen Kupfer machen. Warum kann er keinen Kupfer machen? Da ist doch Kupfer. Warum du kein Kupfer machen? Achso, ich brauche 27, ich habe plus 21. Das ist aber teuer, wa? Das ist ja. Ja, Jufa, das sind bloß kleine Fragmente, ne? Mir schon klar, dass du daraus kein Schloss bauen kannst, aber. Dann machen wir dem halt ein bisschen weniger. Gut, 7 sind auch okay. Mit 7 kann ich hochnehmen. Das ist halt okay. So, und dann macht er das nochmal fertig.
Da. Gut. Täten wir das auch haben. Was brauche ich denn für Werkzeug? Da brauche ich doch bestimmt auch eine bessere Werkbank. Das macht in meinen Augen Sinn. Batterie, da sind wir so weit von entfernt, Alter. Kann ich das? Muss ich das anzünden oder kann ich das einfach über mir hinstellen? Weil räuchern tut das ja hier noch. Müsste doch gehen, oder? So, Medizinzeug. Nee, das ist ja bloß die Chemiestation. Ist ja die Apotheke. Sieht ja nicht aus wie eine Apotheke. Apothekentisch. Entschuldigung. Warum sollte ich das machen? What? Ja, das wird schon passen. So. Aluminium. Moment mal. Gib mir mal kurz. Lupik hatte Aluminium ja, ne? So. Geben Sie mal bitte her. Bitte machen wir es richtig. Das wie jetzt. Achso, Metall. Ja, Stufe 2. Stufe 3. Okay. 5 Stoff. Das krieg ich hin. 5 Stoff müsste ich ja haben. Boah, nicht. Da sind 3er. Wo sind die anderen hin? Ich bin mir sicher, dass ich noch was hatte. In der Karre. Die Karre? Achso, du bist unscheinbar. Ich hab dich nie gesehen. Da fehlt noch einer. Muss ja noch irgendwo ein Stoff rumliegen. Nicht, dann killen wir einfach einen Zombie, dann kriegen wir schon Stoff. Hey, hast du mal Stoff? Ich muss was trinken. Ich trinke erstmal was. So. Da ist er doch. Eben mal Stoff, siehst du? Gar kein Problem. Also, chemiemäßig sind wir hier rettet. Also, krankheitmäßig. Hat die jetzt. Ach, mit. Finde ich jetzt kacke. Oh, ich muss so husten. Muss immer nur husten. Gehen Sie mal da runter. Na, das ist ja mal doof. Schmeiß meinen Plan ein ganzes Stück zurück. Ach, da ist das Tier hier. Also da müssen wir rumbauen und dann haben wir so ein Tier. Können wir so ein Tier hier machen. Nicht schlecht. Ich habe das schon bei den Händler gesehen, da mit Bienen und so, ne? Ich hab so viel. Ach du Scheiße, ich kann das hier unten bauen. Ich habe gedacht, ich kann jetzt mir gleich Eisenwerkzeug herstellen. Nee, Moment mal, hier ist das Eisenwerkzeug. Ist das Eisenwerkzeug? Was ist denn? Ach, das ist Stahl. Ach so. Und das habe ich gedacht, dass das hier so, dass wir die Sachen aufwerten können. Das ist nämlich normaler Hammer. Und war bei den anderen Spielen nämlich genauso und da brauchte ich nämlich das. Ja, ja. Aber eigentlich brauche ich erstmal das. Dann kann ich das. Nee, erst das und dann das. Ja, ja. Was ist der Plan? Moment mal, da unten war doch die. Nee, ist ja für die Batterie. Also, wir haben noch sehr, sehr viel zu tun. Ja, da sind die Solarpanels. Und brauchst du erstmal, um die Solarpanel aufzustellen. So, da bin ich auch wieder. Es ist auch wieder hell. Ich wollte mit euch ein paar Sachen lernen, aber es ist mir nicht möglich. Denn ihr braucht dafür bestimmte Sachen. Mechanische Klasse. Was, wo war denn das?
Ich glaube, es könnte da gewesen sein. Aber auch da. Also klappern wir Händler Nummer 1 ab, N2, und dann müssen wir, denke ich, haben. Ich hoffe nicht, dass es da hinten war. Ich hoffe, dass es nicht da hinten war. So, na denn. Den Stock kann ich ruhig mitnehmen. Wir haben keine Zeit. Ich habe jetzt die ganze Zeit schon rumprobiert und ihr macht einen Detan und nichts kann ich lernen. So scheiße aber auch. Und ich bin immer noch krank. Schütteritis. Wie man da oben sieht. Ach nee, das ist ja keine Schütteritis. Ist ja eher halt. Moment mal, hätte ich denn nicht irgendwas zum Verkaufen mitnehmen müssen? Punkte technischerweise? Sie könnte ein bisschen schwierig werden. Hast du keine Punkte, kannst du nicht verkaufen, Karbin. Wie ist der, wa? Was? Hallo? Hallo? Sie nehmen gleich die Knarre. Weiß auch, dass sie kommen oder nicht. Dauert mir zu lange. Ich muss sterben. Von mir tot. Okay, war er doch. War mir nie so sicher. Das hätte doch sein können. Guck nochmal darin. Vielleicht habe ich ja irgendeinen Futzel vergessen. Aber mein Glück. Ach, ich wusste es. Na gut. Vielleicht da in den Truck. Da könnte was sein. Ich glaube, in den habe ich noch nicht reingeschaut, oder? Und wenn es bloß Motor oder Eisen ist. Oder obwohl, hier habe ich doch schon reingeguckt, glaube ich. Verdammt! Verflucht! Flucht seine meine Sucht. Da voll im Hals und sie hat es trotzdem überlebt. Oh, Alter. Naja. Alter, bester Schütze der Welt. Aber die hat schon ein leichtes Teasing. Schöne Munition. Oh, Alter, die Sonne. Nice. Achso, ich hätte mal was essen sollen, ne? Hier, Honig. Ich wollte zwar noch ein bisschen aufheben, aber ich mag mich in Farbe. Mir sehr, sehr wenig Kalorien nehmen. Und Proteine erst recht nicht. Oh, eigentlich Honig müsste ja eigentlich Protein. Ja, gut. Na gut. Wir sind genau Richtung Händler. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, die hatte noch Punkte, ne? Also, müsste sie eigentlich noch haben. Wenn nicht, dann müssen wir nochmal. Muss ich nochmal zum Flugzeug oder so. Oder gehen wir erst zum Flugzeug? Vielleicht habe ich da ein oder zwei Sachen übersehen. Ich habe aus Versehen F gedrückt. Fragen Sie nicht, wie man aus Versehen auf F drücken könnte. Ich wollte gerade rennen. Oder zum Flugzeug. Naja, gut. Wenn ich schon mal hier bin, bin mir nicht so sicher, ob ich Punkte gelassen habe. Ich werde mal nachschauen. Ich gucke mal. Ich schaue mal. Das sieht aus, als ob der weiße Koteletten an der Seite hat. Über der Mütze. Ist das ein Dulli? Ey, du. Ich hab doch noch 100 Punkte, habe ich doch gesagt. Waffen. Ach nee, das ist ja Waffenkunde. Bin ich für ein Kunde? 80. Kann noch kein Eisen verarbeiten, aber eine Knarre bauen, das ist gar kein Problem. Mann, Mann, Mann. Hast du denn nichts gelernt? Ich hab doch gesagt, Waffen bauen. Das kann ich. Da fragt mich, ohne Eisen ist das schwierig. Obwohl, man kann ja auch heutzutage schon Waffen aus Lochstick bauen.
Ist das, was ich denke? Aber das könnte ja nicht sein. Kann ja nicht sein. Das war doch nicht so dicht an der Händlerin. Oder? Bio oder normal? Mana. Vielleicht ist es ja das, was ich brauche. Loot-technischerweise. Habe sie bitte Loot. Ich werde mal die Karte abfotografieren und dann werde ich mal so die Händler im Privaten abklappern, dass ich ungefähr weiß, wo was ist. Nee, das scheint das nicht zu sein. Das ist nämlich... Ach, jetzt weiß ich... ja. Das ist die Farm. Ist der Weg dadurch kürzer? Könnte sein. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Hier können wir hier looten. Weil hier war ich noch nicht. Also wir schon, aber das war ein anderes Leben. Ab heute heißt du auch Droni. Ich stopp dich. Warum habe ich das mitgenommen? Keine Ahnung. Ich hätte mir schon irgendwas dabei gedacht haben. So. So gleich besser aus. Ich hätte jetzt auch nur stehen. Moment mal. Da fällt mir doch fast ein Topf im Kopf. Im Kopf. In mir danken. Wir haben hier nämlich Töpfe gefunden gehabt. Das ist ja nicht mal so wenig. Stell mir gerade die Frage, wahrscheinlich ist es auch so, dass wir umso besser wir skillen, das Material auch schneller herstellen können. Könnte doch möglich sein, oder? Nice. Danke. Dankeschön. Und was zucken hier? Wir haben doch erst 9 Uhr, wollte ich doch gerade sagen. Kann doch noch nicht sehen. Kein Scheiß. Munition. Warum sollte ich eigentlich Eisen farmen? Ich finde doch hier noch. Moment mal. Komm jetzt hier rüber. Wir müssten eigentlich darin. Aber ich will hier jetzt hin. Warum? Warum muss jetzt so was kommen? Ja, gut. Das ist ein Auto. Da könnte vielleicht eventuell auch Rucksack technischerweise was sein oder so. Ich glaube, das reicht jetzt mal. Das war zu den Händlern. Wir gehen erstmal zu den Händlern. Das kennen wir ja schon. Wenn ich da nicht finde, was ich haben möchte, kann ich immer noch hierher kommen, zurückkommen. Und dann holen wir uns die Töppe. Ja, los jetzt. Ein bisschen hier so Kontinuität drin bringen. So ein bisschen. Jo. Wenn wir das denn fertig haben, dann können wir die Elektronik herstellen. Töpfe und Werkzeug. Wie gesagt, der Hammer. Warum sollte ich einen Hammer nehmen als Waffe? Das schließt so. Da weiß ich noch nicht so ganz. Boah, nee, dann muss ich alt einzeln abreißen. Dann in die Kisten ab. Obwohl, das geht ja immer über zwei, ne? Dann kann ich eins abreißen und das nächste hinstellen. Muss ich mal schauen. Und dann so nach und dann brauche ich das da oben noch ja nicht fertig machen. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Das ist noch ein bisschen doof. Ich habe, wie gesagt, ich habe damit gerechnet, dass man das aufwerten kann, aber würde ich mir wohl getäuscht haben. Oder wie gesagt, ich bin zu doof dazu. Ich weiß nie, wie das geht. Ich weiß nie, wie ein Hammer funktioniert. Obwohl, mit einem Hammer würde es eh nicht hinkriegen. Versuch mal, eine Mischung an der Wand zu klatschen mit einem Hammer. Fände ich schwierig. Normalerweise nimmt man eine Kelle.
Bei Ibims. Sag mal, habe ich noch bei dir Jut haben? Ich weiß es nicht. Null Guthaben, das ist nicht so gut. Nimmst du Öl? Hier, schön Öl. Wow, ein Punkt. Hier, nimmst du bitte? Wow, Sechse. Da muss ich aber ganz schön. Moment. Ja, doch. Nee, doch. Oh. Rückgängig machen. Achso, und ihr müsstet ganz dringend immer wieder rausziehen. Also, wenn ihr das denn doch nicht verkaufen wollt. Jetzt hat es zwar funktioniert, aber ich habe da schon Sachen. Ja, schwinden sehen. Ja, und das war nie so gut. Das war nicht so nett, was er das gemacht hätte. Kann ich mal kurz da rein? Danke. Mal kurz da wieder Sachen rinschmeißen und da rausholen. Und Benzin. Ich gehe erstmal, was ich hierfür kriege. Yes, so. Oh, ich könnte da hinten, da war ja auch noch eine Scheune. Da gehen wir gleich nochmal rein. Ganze 20. Wow. Das hat sich ja. Gut, mir wurde ja gesagt, ich soll Waffen mitnehmen. Ich muss. Brauche ich jetzt nochmal. Ist das jetzt Elektrik oder? Mein Kopf tut weh. Mechanik. Gut, alles klar. Hey, kann ich ja so Herz wie immer machen. Das wird mir wahrscheinlich überhaupt nichts bringen. Oh. Hä? Also, ich will jetzt gerade sagen, was habe ich jetzt schon mal gemacht? So, ich bräuchte das Eisen, habe ich natürlich zu Hause gelassen, weil das wiegt ja was. Sehr, sehr gut von mir gewesen. Könnte ich eigentlich das auch noch machen? Nicht, dass ich hier noch mal renne. Achso. Ich geh mal kurz da unten. Looten. Bin gleich wieder da. Muss ja weiter heben. Da müsste Stuff drin sein oder dahinter. Ja. Was ist los? Was ist das? Alter, wir sind schon wieder bei fast eine Stunde. Ja, gut, wenn ich die Luftwege und so rausschneide, komme ich vielleicht auf 40 Minuten oder so. Ach du Scheiße. Wow, ich keine Ahnung. Ist es nicht. Ich denke mal so, ja, jetzt passt er auf die Zeit und zack, bumm, 5 Sekunden später, ihr löscht. Globe. Da sind Untote. Ich glaube, ich werde das so nicht mehr schaffen. Also mit 30 Minuten folgen. Ich glaube, das ist vorbei. Er hat auch so ein Eck im Kopf. Jetzt hat er keinen Kopf mehr. Gib mir deinen Stoff. Er hat nichts. Wenig. Losi. Helm auf. Er hat den Helm auf. Und da hat er Bums gemacht. Wow. 3 Zombies. 1 Stoff. Ah, das ist ja mal. Bin hier. Total grün, der Junge. Sorry, tut mir leid. Weil ihr seid nicht zu unterscheiden. In technischer Weise. Nicht die Bohne. So. Hey. Können wir schön verkaufen. Es sei denn, eine Erze, aber ich glaube eher nicht. Das sieht nicht gut aus. Gut, ein paar sind ja noch da. Ich könnte vielleicht da Motor rauspulen. Könnten Sie 5 Sekunden warten? So, ich bin schon draußen. Kommen Sie mal her.
Wo sind sie denn? Wollte bestimmt kacken. Hä? Das war mindestens im Kopf. Mindestens. Wie gesagt, hier ist ja nichts. Haben wir hier noch ein bisschen was? Nehmen wir mit. Die Möglichkeiten werden langsam begrenzt. Langsam. Bloß ganz langsam. Hallo? Kniften. It gibt Money. Wir können uns jetzt fast alles leisten. Sehr nice. Geldprobleme. Was ist denn ditte? Das ist doch gut. Hallo? Ach so. Da war ja was. Krieg wenigstens ihn. Nee, oder doch? Nee. Naja, gut, ihn. Ja, das Kleenzeug hier noch drin. Ja. Vielleicht haben wir ja noch mal Glück. Vielleicht krieg ich auch einen größeren Rucksack. Hätte ich jetzt nichts dagegen. Ja, ja, ist ja gut. Vorne. Das gibt auch Geld. War gut. Ich renn doch schon ja nicht mehr. Ich glaube, das müsste ich aufheben. Autotechnischerweise wäre das wahrscheinlich ja nicht so verkehrt, wa? Muck das mal aufheben. Wenn ich jetzt noch einen Rucksack finde, Alter, dann raste ich aus. Ach, Schwein hier. Gut, dann bringen wir das schnell nach dem Händler. Ein paar Silber in Ditte. Dann bin ich wenigstens ein bisschen flüssig. Und wir können auch ein bisschen was lernen. Genau, lerne noch was. Oh, mein Ohr juckt. Ein juckendes Ohr. Joa. Na gut, war also. Haben wir heute die Forge hergestellt. Um mal ein bisschen geschmolzen. Das funktioniert gut. Der Rest eher noch nicht. Aber wie gesagt, immer noch so in Richtung Fragen der Zeit. Und dann klappt das schon. So, da sind wir wieder. Sind wieder ein bisschen flüssiger. Hier, gib mal. Ich glaube, die bringt richtig Schmotte. Mann, oh Mann, oh Mann. Wir haben noch mal so ein Ding. So, Elektrik. Elektrik. Sorry, tut mir leid. Bin alt. Soll ich machen? Na, ihn habe ich noch. Pass auf, jetzt kostet mehr. Hab ich's nie gesagt. Hab ich's nie gesagt. Mehr. Knifti, knifti. Die genauso viele? Naja, nicht so ganz. So. Naja, sieht nicht. Ja, nicht. Sehr wenig. Und hier, die Batterie bräuchte ich eigentlich. Mal, ich will mal gucken. Auch nicht so schlecht. Das ist ja nicht mal so verkehrt. Aber ich bin nicht so gierig. Das reicht. So. Electric. So, jetzt müsste ich aber langsam die Füße in die Hand nehmen. Das reicht. Das reicht mir vollkommen aus, weil ich verliere nämlich schon wieder meine Farbe. Farblos durch die Nacht.
Hab ich alle durchgemacht. Oh ja. So Leute, pass auf. Ich bringe was nach Hause. Weil ohne Farbe ist scheiße, das müsst ihr euch nicht antun. wir sehen uns wieder. Mit ein bisschen mehr Farbe. Und ich hoffe, dass ich mir gleich drauf gehe. Oh, scheiße. Muss ich da meine Fresse aufmachen? Na gut. Dann heile ich mich mal. Ach, das heilt ja nicht. Ich versuche mal nach Hause zu kommen. Schnell wie der Wind. Wir sehen uns morgen wieder. Selbe Stelle, selbe Welle. Und dann gehen wir weiter. Also bis dann. Ich bin raus. Tschüss.